Hallo und herzlich willkommen zu einem Video der Vorlesungseinheit Analysis. Zunächst mal möchte ich ein paar Begriffe einführen. Ja, wenn wir eine Menge haben und diese Menge sei auch noch genauer beschrieben durch P von x, unsere Potenzmenge, dann ist eine Sigma-Algebra, die bezeichnen wir mit diesem eckigen U, eine Teilmenge, die drei Eigenschaften erfüllt. Zunächst mal muss die leere Menge enthalten sein, dann muss auch das A selber, also als Element enthalten sein, und auch wenn dieses A enthalten ist, muss auch Mengendifferenz, also x ohne dieses a enthalten sein. Und die dritte Eigenschaft, die wir brauchen, ist, dass wenn a1, a2 und so weiter drinnen liegen, dass eben dann die ganze Vereinigung enthalten ist. Ja, und wir nennen dieses a messbar und das Paar x und dieses eckige u nennen wir Messraum. Ja, was ist denn dann eine Topologie? Das ist einfach eine Teilmenge von dieser Potenzmenge und es gibt mehrere Eigenschaften. Einmal x muss enthalten sein und die leere Menge. Dann, wenn U1 bis Un enthalten sind, dann muss auch der Schnitt über allen U1 bis Un enthalten sind, sein, dass wir von einer Topologie sprechen können. Und das gleiche gilt dann für die Vereinigung. Ja, was ist denn Borel messbar? Was ist eine Borel-Menge? Wir haben nun einen topologischen Raum. Und die erzeugte Sigma-Algebra, die nennen wir dann Borel-Sigma-Algebra. Und die Bs sind die Borel-Mengen. Ja, eine Abbildung zwischen topologischen Räumen ist stetig, wenn die Umkehrabbildung auf einem U betrachtet offen ist für jedes offene U und das U ist eine Teilmenge unseres Zielbereichs dieser Abbildung Y. Ja, haben wir nur zwei Messräume, dann nennen wir die Abbildung messbar, wenn B enthalten ist in dieser Borel-Menge und zudem im Fall topologischer Räume sprechen wir von Borel-Messbarkeit. Ja, und haben wir zwei messbare Mengen, dann müssen wir uns merken, dass auch deren Komposition messbar ist. Das Ganze kann man relativ leicht über so eine Verkettung zeigen. Dann ist auch wichtig zu bemerken, wenn eben stetige Abbildungen wir vorliegen haben, dass diese Borel messbar sind. Ja, ein Maß ist dann eine Abbildung von dieser Sigma-Algebra U in die reellen Zahlen oder in die unendliche Menge mit folgenden Eigenschaften. Die Abbildung ausgewertet über die leere Menge muss 0 sein. Dann, wenn AI aus diesem Sigma-Algebra U und I Element n paarweise disjunkt sind, dann muss eben μ ausgewertet über die Vereinigungen der AIs gleich die Summe der μs ausgewertet über die AIs sein. Wir sprechen davon dann auch von Sigma-Additivität. Das Triple, das hier dann steht, das nennen wir dann Maßraum. Und wir nennen ein Maß endlich, wenn μ von x kleiner unendlich ist. Und Wahrscheinlichkeitsmaß, wenn es genau 1 ist. Dann soll es weitergehen mit ein paar weiteren Definitionen. Ja, zunächst mal für den Maßraum gelten drei Eigenschaften. Es gilt die Monotonie, die Stetigkeit von unten und die Stetigkeit von oben. Ja, die Monotonie ist relativ leicht zu vollziehen. Die Stetigkeit von unten heißt einfach, wenn wir AIs haben, die enthalten sind in einer größeren Menge AI plus 1, dass dann die Vereinigung über den AIs, dass daraus dann folgt, μ von A ist gleich der Limes μ von AI. Und von oben ist das genau analog, nur dass wir dann den Schnitt natürlich nehmen
und hier dann diese Teilmengenrelation entsprechend umkehren müssen. Dann, ja, wann sprechen wir von einem Ring? Ja, dabei muss die leere Menge enthalten sein und auch der Schnitt über R und R' und die Differenz dieser Mengen muss enthalten sein. Ja, für einen endlichen Inhalt auf einem Ring sind dann folgende Sachen äquivalent. Erstens die Stetigkeit von unten, die Stetigkeit von oben und dann die Stetigkeit von oben bei der leeren Menge. Das könnt ihr kurz auf Pause drücken und euch mal anschauen, was das bedeutet. Hierbei ist dann Eta von Q, die Summe von 1 bis n, Eta Qi, ausgewertet und der Inhalt. Und Q heißt Quader und das sind einfach so, so das kartesische Produkt von Intervallen AI, BI, B1 bis ANBN. Ein Maßraum heißt vollständig, wenn gilt, dass wenn n eine Teilmenge ist von unserer U-Algebra und auch dann eine Nullmenge ist und T eine Teilmenge von n ist, dann ist T Element U. Jetzt zum Produktmaß. Das ist relativ selbsterklärend, wie man das hier schön aufschreiben kann. Das Lebesgue-Premaß ist dann schon etwas schwieriger. Wir haben hier einfach ein Quader und das Quadervolumen schreiben wir so auf mit den Lambda in Q, einfach das Produkt. Und das bildet einen Halbring mit einem Prämaß, genannt Lebesgue-Prämaß. Eine affine Transformation ist eine bijektive Abbildung der Form x, dx plus b. D ist dabei eine Matrix, eine quadratische, invertierbare Matrix, deshalb das GLNR. Und D ist gleich df, die Ableitung. Jede affine Transformation ist dabei Borel messbar und Lebesgue messbar. Ja, dann gilt weiterhin diese wichtige Relation. Ferner möchte ich den Satz von Beppo Levi erwähnen. Wir haben hierbei eine Abbildung fn von x nach r größer 0 oder unendliche Menge. Und das soll eine wachsende Folge von Funktionen sein. Dann ist eben fn, das ist logischerweise kleiner, wenn wir eine wachsende Folge von Funktionen haben, als fn plus 1 und Limes von fn, der punktweise Limes gegeben. Und dann gilt eben, dass der Limes über dem Integral von fn d μ gleich ist als einfach Integral über f d μ. Ja, dann geht's weiter. Offensichtlich muss nun einfach gelten, die Monotonie und dann die Linearität und die Additivität, dass man da einfach sowas mit Integralen ein bisschen rum experimentieren kann. Ja, eine messbare Funktion von fx nach c heißt Lebesgue mess integrierbar über c, wenn dann gilt, das Integral über den Betrag ist ein kleiner unendlich. Ja, dann hier ein Beispiel. Hier seht ihr nochmal den Limes, das ist zum Beppo Levi. Da könnt ihr dann hier diese Funktion rauslesen, hier, die da drin steht. Und da gibt es einen punktweisen Limes, wenn man das auswertet, wenn man dreierlei Intervalle betrachtet. Nun gibt es ja Riemann-Integrierbarkeit und Lebesgue-Integrierbarkeit. Ja, die Riemann-Integrierbarkeit haben wir einfach eingeführt in Analysis 1. Wenn wir eine Obersumme und eine Untersumme haben und wir sprechen dann von einer Riemann-Integrierbarkeit, wenn die Untersumme gleich der Obersumme ist, beziehungsweise besser gesagt, ich habe mich versprochen, das Oberintegral gleich dem Unterintegral ist. Und dieses Oberintegral ist das Infimum aller Obersummen und das Unterintegral ist das Supremum aller Untersummen. Und wir sagen, f von a, b, ein Intervall in die reellen Zahlen, ist Riemann integrierbar, wenn f beschränkt ist und die Unstetigkeitsstellen eine Lebesgue-Nullmenge bilden. In diesem Fall ist f Lebesgue integrierbar und es gilt dann folgender Zusammenhang. Ja, dann der Satz von Fubini, den habe ich hier
aufgeschrieben, könnt ihr mal auf Pause drücken und nachvollziehen. Hier geht es einfach um die Vertauschbarkeit von den Integralgrenzen. Hier auch noch ein Beispiel zum Satz von Fubini. Wir haben hier eine Menge und können aus dieser Menge direkt die Intervallgrenzen ableiten und so dann auch über eine Funktion integrieren, über die Integrale der unteren bis oberen Grenze. Ja, das zum Satz von Fubini, dazu gibt es auch nochmal, das ist in der Beschreibung dieses Video verlinkt, eine ausführliche Erklärung in einem separaten Video zur Anwendung dieses sehr wichtigen Satzes. Wichtig ist auch der Transformationssatz, bekannt aus Analysis 1, ist bereits die Substitutionsformel zur Berechnung von Integralen. Ja, und darauf bauen wir jetzt den Transformationssatz auf. Dabei haben wir dann folgenden Satz gegeben. Ja, wir können das Ganze schön umschreiben, auch mit einer Determinante und über die Jacobi-Matrix. Das steht alles hier schön umschrieben. Kann man sich mal durchlesen, wenn es einen interessiert. Wichtig finde ich aber natürlich hierbei auch die Anwendung. Und zur Anwendung gibt es auch wieder ein separates Video. Das ist auch wieder in der Beschreibung verlinkt. Da ist ein ausführliches Beispiel zur Berechnung aufgeführt. Ja, nun nochmal zwei Ungleichungen, die gelten. Das eine wäre mal die Hölder-Ungleichung, die man wissen kann, und die Minkowski-Ungleichung. Was sind Banachräume und Hilberträume? Ja, Banachräume sind vollständige Räume und Räume sind vollständig, wenn jede Cauchy-Folge in ihnen konvergiert. Wichtig ist, wir betrachten hierbei immer Vektorräume mit einer Norm. Hilberträume sind vollständige Räume und deren Norm induziert dann wird von einem Skalarprodukt induziert. Ja, dann können wir noch weitere Sachen einführen. Das möchte ich hier jetzt in der mündlichen Version ein bisschen kürzen. Ich möchte das überspringen und zu den Mannigfaltigkeiten übergehen. Wir haben hierbei eine Teilmenge der reellen Zahlen. Hierbei darf die leere Menge nicht enthalten sein. Und das nennen wir D-dimensionale, differenzierbare, glatte Untermannigfaltigkeit. Wenn zu jedem P aus M ein U aus Rn offen und F1 bis Fn minus D aus den unendlich stetig dichtbaren Funktionen existiert, so das gilt, dass wenn X im Schnitt aus M und U liegt, genau dann, wenn eben die einzelnen Parameterfunktionen 0 sind, Nullfunktionen sind und dann noch die Ableitungen an der Stelle P, sollten dann n-d sein. Das heißt, die n-d Kreuz n-Matrix hat maximalen Rang. Dann nochmal ein paar wichtige Sachen. Was ist die Karte eines Vektorraums? Wir haben hierbei eine Basis. Eine Basis kennzeichnet sich ja immer, wie man aus linearer Algebra 1 weiß, durch linear unabhängige Vektoren und dass man eben die Elemente einer Basis durch Linearkombinationen erzeugen kann. Und wir haben auch noch die kanonische Basis, das ist also die Basis von 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0 und so weiter. Also das haben wir auch gegeben. Und dann können wir so einen Isomorphismus angeben und dann gibt es da so eine lineare Fortsetzung und man nennt diesen Isomorphismus dann die Karte von B. Ja, zum Schluss noch eine recht interessante Entdeckung, das Möbiusband. Das ist eine Teilmenge aus dem R hoch 3 und das ist eine nicht orientierbare Hyperfläche. Das heißt, wir können das mal probieren, wir nehmen einen länglichen Streifen Papier und verdrehen ihn einmal und verkleben die schmalen Enden. Hier setzt das Bild von dem Möbiusband auch mal abgebildet, habe ich versucht zu skizzieren. Ja, hier ist M eben das Bild von minus Pi, Pi und kartesisches Produkt, minus 1, 1 in R hoch 3 und dann gibt es genau die folgende Abbildung. Ja, das war alles, was ich zu sagen hatte, das soll Analysis 3 im Schnelldurchlauf gewesen sein.